Willkommen zurück bei Let's Play Anstoß 3 und wir haben jetzt den DFB-Pokal vor der Brust, wo wir mit Mitaufsteiger Greuther Fürth natürlich ein relativ schweres Los gezogen haben. Die stehen mit auch einem Punkt in der Liga ähnlich da, nur auf dem letzten Platz wegen der schlechteren Tordifferenz. Aber für ein Erstrundenlos ist das auch schon ziemlich happig. Stärkemäßig sind wir allerdings leicht überlegen. Ein Faktor, der mir übrigens aufgefallen war, gerade mal vor der Aufnahme hier ein bisschen rumgestöbert, wie alt meine Spieler so sind. Ich habe die älteste Mannschaft der Liga. Und das sogar relativ deutlich. 27,1 Jahre im Schnitt. Deswegen sollte ich da, es sollte das auch ein Grund sein, die Jugend mal wieder verstärkt einzubinden. Aber es ist ja immer noch keine alte Herrenmannschaft. Die meisten sind halt so im Schnitt Ende 20. Wie halt, ja, tolle Aussage, wenn ich da schon lese, dass 27 der Altersdurchschnitt ist. Ja. Die Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Weitere Neuverpflichtungen sind in dieser Saison nicht mehr spielberechtigt. Soll uns Schnuppe sein. Ich genieße immer noch 100% Vorstandsvertrauen. Sassi darf schon wieder spielen. Und wenn ich hier auch nicht das Risikozeichen habe, dann wird er auch spielen. Pokal ist jetzt, ich finde das immer doof, wenn Trainer sagen, gerade bei kleinen Vereinen, Liga, 3 Punkte in der Liga ist wichtiger als ein Pokal weiterkommen. Pokal ist unser täglich Brot und so weiter. Ich finde das immer blöd. Ich will immer im Pokal, gerade bei so einem kleinen Verein, so weit kommen wie möglich, weil das mal ein absoluter Reizfaktor ist. Deswegen will ich auch hier sagen, wenn ich rotiere, dann in der Bundesliga. Da sind dort die Punkte auch wichtig, aber hier würde ich mich über ein Weiterkommen noch mehr freuen oder über einen Sieg. Die Spieler haben die Ansprache verstanden, endlich mal wieder. Knapp 9.000, knapp 10.000 Zuschauer, fast 2.000 Paderborner, das ist doch bemerkenswert. Sven Hannawald tippt 4:0 für uns. Optimale Platzverhältnisse auf in die zweite Runde des Pokals. Indirekter Freistoß für Greuther Fürth. Ist natürlich auch Koch, der kennt natürlich beide Vereine gut. Er ist von Paderborn erst nach Fürth und dann wieder zurück nach Paderborn gekommen. Knapp 20 Minuten rum, hier ist noch nicht viel passiert. Gjorskjær sieht die gelbe Karte. Wir haben uns natürlich in der letzten Saison auch schon mehrfach gegenüber gestanden, gerade auch am letzten Spieltag, glaube ich sogar, oder am zweitletzten. Müller haut den Ball ins Aus. Nerkorn spielt auf den linken Flügel. Wir spielen zwar auswärts, aber wir haben die stärkere Mannschaft. Wir wollen hier gewinnen. Kjær gegen Koch geht an ihm vorbei. Kjær läuft Richtung linke Strafraumecke. Legt den Ball nach links zurück, sprintet Richtung Eckfahne. Gjorskjær will vor den Strafraum spielen. Der tritt in den Boden. Der Ball geht ins Aus. Und passiert hier noch was? Jawohl, Jochen Fröhlich macht das 1:0 zum perfekten Zeitpunkt in der 44. Minute. Wollte er sagen, ja gut, wir haben nichts zugelassen, aber auch nichts gemacht nach vorne. Aber dann Zeit mit der Vorarbeit auf Fröhlich und wir gehen mit 1:0 in Führung. 1:2, das Chancenverhältnis für uns. Ich sag, konzentriert weiter so. So eine Nervenschlacht könnte ich heute auch verzichten. Greuther Fürth kommt aber offensiv aus der Kabine. Aber in der 53. Minute, Elfmeter für Paderborn. So, drückt den Ball fest auf den Elferpunkt. Langer Anlauf, Vorschuss aufs rechte Eck und der Ball ist drin, 2:0. Wunderbar, da reiße ich die Becker-Faust nach oben. Nein, 6 Minuten später, fuck, Nerkorn mit dem Anschlusstreffer. Trinks mit dem Assist, 3:3 das Chancenverhältnis, noch 20 Minuten zu spielen. Ich werde jetzt zum ersten Mal wechseln. Goldbach, der kommt jetzt immer auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz für Julian Koch. Gibt es hier Verlängerung oder nicht? Indirekter Freistoß für Greuther Fürth in der 81. Minute, noch knapp 10 Minuten zu spielen. Trinks auf Klaus. Der haut den Ball, dreht den Ball um die Mauer, aber der Keeper hat den Braten gerochen und kann den Ball fangen. Jelirim kommt für Sassi rein, tauscht die Flügel mit Fröhlich. Noch 2 bis 3 Minuten plus Nachspielzeit. Jordanov kommt für Spillner. Bringen wir das hier über die Zeit. Jawohl, 1:2 der Sieg. Wir ziehen in Runde 2 des Pokals ein, haben jetzt eine schöne, spannende Auslosung vor uns. Und direkt in der ersten Runde einen starken Gegner besiegt. In der zweiten Runde würde ich mich natürlich auch über eine unterklassige Mannschaft freuen. Kwame Nsor, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4, wobei wir hier überhaupt keine Prämien kassieren. Das ist in echt, sag ich mal, anders. Da kriegt man für jede weitergekommene Runde Geld. Das ist hier scheinbar noch nicht so. Ich weiß nicht, ob es damals noch nicht so war in der Realität. Aber allein der Wettbewerb reizt uns. Und irgendwann wird es dann auch Prämien geben. Ich glaube, vom Sponsor werden wir ein bisschen Prämien kriegen oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Bisschen wahrscheinlich schon. Es gab 3 Erstliga-Duelle. Ja, stimmt, das habe ich ja immer bei den Sponsoren pro weiter im Pokal. Gibt es dann so viel, glaube ich. Aber warum wird das da gerade nicht aufgeführt? Ich weiß es nicht. Werder Bremen im Erstliga-Duell schlägt Nürnberg und ein anderes Erstliga-Duell. Was ein Kracher in Runde 1. Leverkusen schlägt die Bayern. Bayern München ist draußen. Erste gegen zweite Liga. Da gucke ich jetzt nur mal, ob es Überraschungen gab. Jawohl, Jahn Regensburg schlägt Hoffenheim, die in der Bundesliga noch ungeschlagen sind, hier allerdings rausfliegen. Stuttgart ist auch noch im Rennen. Der Hamburger SV als Zweitligist schlägt Hertha BSC Berlin, die ja auch ziemlich gut dastehen eigentlich.
Drittligisten gegen Erstligisten. Da gab es eine Überraschung. Saarbrücken als Drittligist schlägt den 1. FC Köln. Die Amateure gehen alle unter. Bei den Zweitligaduellen schlägt Lautern Aue und St. Pauli unter Haching. Dritte Liga gegen Zweite Liga. Da hat alle dreimal der Drittligist gewonnen. Trier schlägt Bielefeld, Darmstadt schlägt Braunschweig und Bayern 2 schlägt 1860. Bayern 1 fliegt raus und Bayern 2 ist noch im Rennen. Schon mal öfters. Die Amateure fliegen alle raus. Im Drittliga-Duell schlägt Holstein Kiel den Hallischer FC. Und zwei Amateure sind neu im Rennen. FSV Fernwald und VfB Oldenburg. Die Oldenburger. Würde ich mich ja auch drüber freuen als Lust. Mal schauen, wen wir jetzt treffen. Noch einen Erstligisten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Ja, ein schönes Los, wie sie in der ARD bei jedem Los sagen quasi. Stuttgarter Kickers gegen VfB Oldenburg. Da ist einer der Amateure schon aus dem Pott raus. Der Hamburger SV. Ich würde mich natürlich auch über ein Heimspiel freuen, wegen den Zuschauereinnahmen. Hamburg spielt gegen Rot-Weiß Oberhausen. FC Augsburg, Zweitligist, gegen Fortuna Köln, noch ein Zweitliga-Duell. Eintracht Trier aus Liga 3, da würde ich wohl auch hinfahren. Gegen Bayern München 2 aus Liga 3. So ein Drittligateam schon mal garantiert im Achtelfinale. Schalke zu Hause gegen den FSV Frankfurt, ein Erstliga-Duell. Das erste, was hier ausgelost wurde. SV Darmstadt gegen FSV Fernwald. Damit sind die Amateure aus dem Pott. Sie haben beide Drittliga-Gegner gezogen, spielen aber beide auswärts. Das ist natürlich doof für so eine Amateurmannschaft. Aber mit Drittliga-Teams haben sie noch die leichtesten Gegner bekommen. Machen wir trotzdem verlieren die Amateure ja meistens ziemlich hoch. Jahn Regensburg gegen VfL Wolfsburg. Karlsruhe SC gegen Borussia Dortmund. VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli. Schöne Lose. Hansa Rostock gegen Werder Bremen. Ein Nordduell, ein Erstliga-Duell. Holstein Kiel gegen SC Paderborn. Wir spielen auswärts in der zweiten Runde in Kiel. Wir müssen in den höchsten Norden von Deutschland, eine der nördlichsten Städte Deutschlands. Aber mit dem Drittliga-Gegner habe ich jetzt, denke ich mal, meinen Wunsch erfüllt bekommen. Saarbrücken spielt gegen Bayer Leverkusen. Dortmund 2 gegen Kaiserslautern. Gladbach gegen Offenbach. Erste Liga gegen Zweite Liga. Preußen Münster spielt gegen Hannover 96. Und das war's. Zwei Erstliga-Duelle als Prämie. Ich weiß nicht, wie viel gab es in der ersten Runde. Ich sag mal 2.500. Das sollte machbar sein. Hoffenheim ist an Philipp Hofmann interessiert. Die haben noch in der Liga beide Spiele gewonnen. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Sie wollen ihn ab sofort verpflichten. Er hat keine fixe Ablöse. Von daher höre ich mir mal wieder ihr Angebot an. 3,7 Millionen bietet Thomas Kempe. 2,64 ist er wert. Ich weiß ja nicht. Er ist halt mein zweiter Stürmer, ob ich ihn gehen lassen soll. Ich verhandle erstmal. Sag mal, ab 5 Millionen würde ich wohl zuschlagen. Aber das sage ich oft und überlege es mir dann doch anders. Aber ich glaube, auf 5 Millionen kriege ich ihn hier gar nicht hochgepokert. 4,45 und er wird schon sauer. 4,6. Nee, dann halt nicht. Er kriegt jetzt eine Gehaltserhöhung. 600.000. Meine Gehaltsstrukturen werden total zersprengt. Aber womit soll man auch rechnen? Und der Spieler trainiert weiter voll mit, ist aber mit seinem Vertrag nicht einverstanden. Ah, jetzt habe ich den nächsten unzufriedenen Spieler. Obwohl, er hat hier nur 5 Motivationspunkte verloren. Der Dämmer hat ja wesentlich mehr verloren gehabt. Wir spielen jetzt gegen Borussia Dortmund. Da sind wir sogar gleich stark ziemlich. Ich rotiere aber mal ein bisschen aufgrund der Doppelbelastung. Jordanov spielt mal von Beginn an. Yildirim spielt von Beginn an. Und Caligiuri darf mal für Dämme spielen. So. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Jep. Das war natürlich. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Klingt komisch, Paderborn im ersten, Zweitliga-Jahr spielt gegen Borussia Dortmund, die ja auch schon etliche Titel gewonnen haben. Auch in der virtuellen Bundesliga. Und man sagt direkt am dritten Spieltag. Es ist ein gleichwertiger Gegner, aber das Stärkeverhältnis sagt es aus. Wir haben nur 4 Punkte weniger. Ausverkauftes Haus, spielen zu Hause. 14. gegen den 15. Zwei Teams, die einen Punkt geholt haben. Bisher knapp über 4.000 Gäste in der Bendler Arena. Ist natürlich auch nah bei für die Dortmunder. Elton tippt 1:1. Und wir wollen den ersten Dreier in Liga 1. Das ist ja absolut machbar. Jordanov drängt nach rechts. Drängt in den Strafraum, wird nicht angegriffen. Zieht sofort ab und Neuhaus faustet den Ball zur Ecke. Etliche bekannte Gesichter hier, Hummels, Gündogan, Götze, die sind ja echt auch noch so jung, dass das hier auch noch die sein werden und keine Jugendspieler mit demselben Namen. Hummels klärt zur Ecke und es gibt nochmal Ecke, Jordanov.
Ignowski kommt zum Kopfball gegen Hummels und der Ball ist drin. Ignowski trifft in der 17. Minute. Jordan noch mit dem Scorerpunkt. Ignowski mit dem Tor. Sassi eine Minute später nur. Sassi will direkt nachlegen. Hat er bisher in beiden Spielen getroffen. Auf Yildirim, der passt auf Sassi. Aber er schießt den Ball ins Niemandsland. Und Christian Beisel mit dem Ausgleichstreffer in der 19. Minute. Ein munterer Auftakt hier in der Bentele Arena. Gündogan mit der Ecke. Aber Svetkauskas fängt den Ball sicher. Ignowski nach einer Prügelei sieht die zweite gelbe Karte in diesem Spiel. Metzelder hat auch schon gelb. Koch sieht auch gelb. Jetzt sieht ihm fast meine komplette Abwehrkette gelb. Nur noch Pröhl hat nicht gelb gesehen. 1:1 zur Pause. Ich sag konzentriert weiter, so das ist ganz ordentlich. Ein bisschen zu viele gelbe Karten, aber das ist ganz nett. 2:1 war das Chancenverhältnis. Bittenkurt haut den Ball auf den rechten Flügel. Nivela gegen Ignowski Richtung rechte Strafraumecke. Verliert den Zweikampf. Knapp eine Stunde rum und Christian Beisel mit seinem zweiten Tor. Borussia Dortmund geht in Führung. 68. Minute. Nivela nimmt den Ball mit Traumflanke. Seitwärts hier Xabi Haarscharf vorbei. Und jetzt muss ich mal reagieren. Fröhlich kommt für Yildirim. Und Hofmann kommt für Caligiuri. Ich spiele jetzt mit zwei Spitzen. Und in der 79. Minute. Ich stelle erstmal auf Offensiv. Die Innenverteidiger sehen beide nicht gut aus, aber die will ich jetzt auch nicht austauschen. Spillner kommt für Jordanov. Noch knapp 10 Minuten plus Nachspielzeit. Bei einer Nachspielzeit ja fast nie Tore fallen und wir verlieren 1:2 gegen Borussia Dortmund. Götze hat sich das Schienbein gebrochen, gute Besserung. Christian Beisel, es waren beides Elfmeter-Tore. Spiel bekommt die Note 4, ging so. Wir stehen auf Platz 15, immerhin nicht auf dem Abstiegsplatz, aber ein Punkt nach drei Spielen, da können schon mehr drin sein. Bayern München verliert 0:3 gegen den VfL Wolfsburg. Schalke verliert 0:3 gegen Bayer Leverkusen. Hoffenheim, extrem torreiches Spiel, ja, Vintage, Werder Bremen, 4:3 gegen Werder. Hannover 96 verliert 0:2 gegen Eintracht Frankfurt. Viele Heimniederlagen an diesem Spieltag. Greuther Fürth verliert auch zu Hause, auch gegen Frankfurt, gegen den FSV mit 2:4. Hertha BSC verliert auch zu Hause 0:2 gegen Gladbach. Stuttgart schlägt Köln mit 3:0. Rostock gewinnt 1:0 gegen Nürnberg und Paderborn verliert 1:2 gegen Borussia Dortmund. Wie gesagt, wir fallen einen Platz hinter uns. Bayern, Fürth und Köln. Die Kölner jetzt auf Platz 18. Bayern München auch nur mit einem Punkt. Hoffenheim nach wie vor ohne Punkte abzugeben. Sie haben 3 Spiele, 9 Punkte. FSV Frankfurt und Rostock auch noch ungeschlagen, aber mit einem Remis jeweils. FSV Frankfurt macht einen Sprung von 6:2, Leverkusen von 10:5, Gladbach von 11:6 und so weiter und so fort. Wolfsburg mit dem Riesensatz von 16:8. In der Elf des Tages keiner meiner Spieler. Tobias Wagner geht von Gladbach nach Aue. Tobias Killer von Werder Bremen nach Real Madrid. Und Mauricius Gürskia von Greuther führt nach Gladbach. Und jemand ist an Yildirim interessiert. Ja, die Gehälter werden jetzt alle erhöht. Wir spielen gegen Eintracht Frankfurt, die 2 Spiele gewonnen haben, beide zu Hause. Stehen auf Platz 4, das wird richtig schwer. Jetzt langsam sollten wir mal irgendwann halt mal auch den ersten Dreier holen wollen. So, es gibt, ich schieße hier mal 2.500 Karten zu gegen die Eintracht aus Frankfurt. FC Brügge ist an Yildirim interessiert, er hat noch 2 Jahre Vertrag. Keine fixe Ablöse, kann ich mir das Angebot auch mal anhören. 6,1 Millionen bietet der Henk Marimann hier. Das ist für knapp 4 Millionen wert. Der ist halt schon ein wichtiger Mann. Versuche ich mal den Preis ein bisschen hochzutreiben. Da haben wir schon 7,1 Millionen. Er würde auch sofort wechseln in 7,4 Millionen. 7,5 Millionen. Nö, behalte ich ihn auch. Er kriegt auch seine Gehaltserhöhung. Das ist jetzt deutlich mehr als bei Brügge. Ich weiß nicht, ob Brügge so ein interessanterer Verein ist. Kriegt sogar eine Option hier und ist auch zufrieden. Konzentriert sich weiter voll auf den Verein. Champions League wird gespielt. Bayern verliert 3:1 gegen Mattersburg. Dortmund gewinnt 2:0 gegen Lyon. Und Hertha gewinnt 2:1 gegen Marseille. In der Euroleague setzt sich Stuttgart gegen Inter Mailand durch. Jetzt in der Euroleague Quali die Euroleague Paarungen. Saint-Étienne spielt gegen VfB Stuttgart, Wolfsburg gegen Juventus Turin, Schalke gegen Zagreb, Paris Saint-Germain gegen Nürnberg. Also 4 Bundesliga-Teams vertreten, alle recht starke Gegner. Jugendspieler Michael Stegmeier hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 4. Da werde ich jetzt auch dran versuchen, dran zu denken, denen Verträge zu geben, bald dann in Zukunft.
So, Spillner. Fröhlich, rücken alle wieder zurück in die Startformation. Auch Diego Demme. Auch hier sind wir gleichwertig. Ich will jetzt auch nicht mehr dieselbe Ansprache bringen. Die Niederlage im letzten Spiel war sehr unglücklich. Die Niederlage im letzten Spiel, ja, die war sehr unglücklich. Aber ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Die Spieler haben die Ansprache verstanden. Fast 4000 Paderborner, 40.000 Zuschauer. Michael Schumacher tippt 0:0. Ja, ist jetzt natürlich in Anbetracht seiner aktuellen realen Situation ein bisschen doof, dass er hier beim prominenten Tipp auftaucht. Gute Besserung auch von dieser Seite aus. Und wir starten das Spiel. In der 7. Minute Daniel Hofstetter, auch den kenne ich doch. Der ist von uns zu Frankfurt gewechselt und trifft gegen seinen Ex-Verein nach Vorarbeit von Christian Wesselmann. Aber in derselben Minute bereits Einwurf Paderborn, aber der Keeper hat den Ball. Eine Minute später Eckball für Frankfurt. Wesselmann, ich will jetzt hier auch keine Niederlagenserie oder Sieglosserie starten, aber noch muss man nicht nervös werden. Aber direkt zu Beginn schon hinten zu liegen ist natürlich doof. Ist natürlich klar. Pröhl erklärt per Kopf vor Tomalla. 12. Minute, hier ist viel los. Eckball, Fröhlich mit einer entschlossenen Miene haut den Ball gefühlvoll nach innen. Söder kommt raus und packt sicher zu. Der Torhüter der Eintracht. Eckball jetzt von Frankfurt. Viele Eckbälle hier auf beiden Seiten. Wesselmann haut den Ball auf den kurzen Pfosten. Hofstetter verlängert per Kopf genau zu Tomalla. Doch Pröhl schiebt ihn beiseite, gibt das Elfmeter. Muss es ja geben. Elfmeter für Frankfurt. Eieiei, zum Glück keine Karte. Zimmermann legt sich den Ball zurecht, läuft an. Hoher Schuss aufs rechte Eck und der Ball ist drin. 2:0. Ah, Albtraumstart hier in den ersten 16 Minuten. Gelbe Karte für Jochen Fröhlich. Molender schaut, spielt den Ball auf rechts außen. Die Frankfurter, die sind natürlich auch gut drauf. Aber jetzt direkt so früh schon so hoch hinten zu liegen, ist dann richtig bitter. Gerade würden wir auch auf dem Abstiegsplatz stehen. Rode gegen Spielen, dann geht er an ihm vorbei. Rode auf die linke Seite. Flach. Flacher Pass, aber der Pass ist zu weit, es gibt Abstoß. Und Christoph Metzelder trifft zum Anschluss in der 26. Minute. Nach Vorarbeit von Julian Koch. Das ist immer wieder verwirrend, Leute, die jetzt erst einschalten zu diesem Let's Play, werden sich fragen, oh, Metzelder spielt nur im Jahr 2021. Nee, das ist er ja nicht, aber das ist schon oft genug erwähnt. 2:2, Sassi nach Vorarbeit von Demme. Wir machen noch den Ausgleich, wir drehen das Spiel, wir drehen es nicht, aber wir gleichen es aus. Lagen 2:0 hinten und steht 2:2 zur Pause. 3:5 das Chancenverhältnis für Paderborn. Ach, was für, ja, das Chancenverhältnis ist auf unserer Seite. 9,8 nur bei Eingespielter. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Die ganze Innenverteidigung neu ist und so weiter. Wie gesagt, konzentriert weiter so. Der Anfang des Spiels war natürlich mies, aber das 0:2 auszugleichen noch vor der Halbzeit, das ist natürlich große Klasse. Sassi nimmt den Ball in Ruhe mit. Der trifft auch, wie er will. 3 Tore schon jetzt in 4 Spieltagen. Und direkt ist er wieder am Ball. Auf Spillner. Wird nicht angegriffen, zieht sofort ab. Und der Ball ist drin und wir führen. Die Ostwestfalen sorgen für Alarm in der hessischen Metropole. Julian Koch sieht die gelbe Karte. Molender. Aber die Frankfurter sind hier noch längst nicht aus dem Spiel raus. Zimmermann gegen Fröhlich. Molender stoppt den Ball, flankt in den Strafraum. Kein Abseits. Zimmermann kommt mit der Stiefelspitze an den Ball. Aber der Ball geht weit über das Tor. Nach einer Stunde. In der 65. Minute wechsle ich dann mal. Hofmann kommt für Kwame Nsor rein. Direkter Freistoß in der 66. Minute. 19 Meter Torentfernung. Spillner läuft an, aber der Keeper hat damit kein Problem. Das wäre es natürlich jetzt hier nach so einem Spielverlauf, hier die ersten 3 Punkte zu holen. Aber noch können wir uns hier nicht ausruhen. Caligiuri kommt für Demme. 82. Minute. Wir führen immer noch knapp 10 Minuten zu spielen. Yildirim kommt für Fröhlich rein. Wir haben dreimal gewechselt. Bringen wir das über die Zeit, bringen wir das über die Zeit. Tatsächlich, nach 2:0 Rückstand gewinnen wir mit 3:2. Unser erster Bundesliga-Sieg, der erste Sieg in der Geschichte des SC Paderborn in der Bundesliga. Stefan Ziemann, dennoch der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 3. Hübsch, es gab auch ein Wiedersehen mit Hofstetter. Und wir klettern in der Tabelle von 15 auf 12, haben jetzt 4 Punkte nach 4 Spielen, das ist okay. Borussia Dortmund schlägt Hertha BSC mit 3:1. Eintracht Frankfurt verliert 2:3 gegen Paderborn. Leverkusen schlägt Fürth mit 3:2. Gladbach schlägt Hannover mit 2:1. Köln verliert deutlich gegen Rostock 0:4. Wolfsburg spielt torlos unentschieden gegen Schalke. Bremen schlägt Stuttgart mit 1:0. Nürnberg verliert gegen Hoffenheim 0:1. Und der FSV Frankfurt gewinnt klar gegen Bayern München mit 5:2. Bayern München damit wie auch Greuther Fürth und Köln mit nur einem Punkt auf den Abstiegsrängen. Fürth und Bayern tauschen die Plätze. Hoffenheim immer noch ohne Punktabgabe. 12 Punkte nach 4 Spielen. Rostock und FSV Frankfurt haben die Plätze getauscht, aber beide mit 10 Punkten. Gute dahinter auf den anderen internationalen Rängen. Leverkusen, Gladbach und Dortmund. Und wir können ja auch jetzt vielleicht in die erste Tabellenhälfte schielen, wenn wir wenn wir jetzt im nächsten Spiel wieder dreifach punkten sollten. Dann
ist der Sprung in die erste Tabellenhälfte möglich. Der gelang unter anderem Werder Bremen, oder was heißt unter anderem ausschließlich Werder Bremen, die haben einen Riesensatz gemacht von 14 auf 8. Aber das weiß ja jeder, so früh in der Saison passiert sowas halt, dass man große Sprünge oder große Fälle hinlegt in der Tabelle. Armin Sassi auf Platz 3 der Torjägerliste mit 3 Toren nach 4 Spielen. In der Scorerliste mit 4 Scorerpunkten, weil er auch eine Torvorlage beigesteuert hat, auf Platz 8. Kevin Friesen-Bichler, altbekannter Name, sticht mir ins Auge. In der 11 des Tages zum ersten Mal Spieler meines Vereins Christoph Metzelder und Johannes Spillner. Oh je, bester Besuch Eintracht Frankfurt, schlechtester Besuch FSV Frankfurt. Auch lustiges Detail. Herbert Paul geht von Lautern 2 nach Hannover 2. Philipp Wollscheid von Eintracht Frankfurt nach Terek Grosny. Patrick Movca von 1860 München nach Greuther Fürth und Christian Weber von Eintracht Frankfurt nach Olympique Marseille und Marco Bürki von Fortuna Köln nach Nürnberg. Ja, je weiter wir jetzt kommen in diesem Let's Play, desto mehr werden auch nur noch Fantasienamen oder willkürlich erstellte Namen auftreten. Das ist ja gewöhnungsbedürftig, aber so sollte es ja sein, wenn wir schon so weit in der virtuellen Zukunft sind. Wir spielen gegen Fortuna Köln, gegen den ersten FC Köln. Der ist der Tabellen 18. Er ist ein Punkt nach 4 Spielen. Auch stärkemäßig uns deutlich unterlegen. Der Mitaufsteiger, da sollten 3 Punkte absolut machbar sein. Ansonsten im nächsten Part werden wir gegen Wolfsburg spielen, in Wolfsburg und gegen den FSV Frankfurt. Also da wäre ich doch durchaus zufrieden, wenn wir 6 Punkte aus 3 Spielen holen würden. Ansonsten sage ich Tschüss, bis dann.